Hey. Hey, der Hey, Hawk! hey, Brian. Hurra! Schön, dass Sie Great, bei that uns you're sind. calling. Awesome. How do you cope with Wie the geht ihr mit der Corona-Pandemie Corona-Pandemie? um? Wart ihr oder jemand aus eurer Familie vom Virus betroffen? Wir hatten Glück, dass in unserer Familie niemand krank war. Ich hoffe, es bleibt so. Habe ein paar Freunde, die davon betroffen waren, aber es war nicht schlimm. Nicht so wie am Anfang, als Leute ins Krankenhaus mussten. Wir hatten großes Glück, es ist, wie es ist. Wir müssen vorsichtig sein, was super nervig ist für alle. Which is a pain in the ass. You know, for everybody, you know. Wie seid ihr mit dem Tod von zuerst George und dann einige Wochen später Malcolm umgegangen? Als Malcolm starb, gingen wir alle zu seiner Beerdigung in Sydney. Wie soll ich es ausdrücken? Dann saß ich mit Cliff, Phil, Angus und Stevie zusammen. And Angus and Stevie. Malcolm brachte uns an diesem Tag wieder zusammen. Die Band war da. On that particular day, the band was there, and it stayed in my brain. Mir blieb im Kopf, wie angenehm, leicht und vertraut sich alles anfühlte. Familiar, it all felt, you know. So, you know. Ein paar Leute erwähnten es und niemand in der Band wollte es laut aussprechen, weil es etwas schwächlich klingen würde. Aber da war etwas. Aber es war ein furchtbarer Schock für mich, als er starb. Wir standen 36 Jahre lang auf denselben Bühnen, bevor er starb. Wir kannten jede seiner Bewegungen und er war immer voll da. Ihm ist auf der Bühne nie etwas entgangen. Wenn eine Lampe nicht funktionierte, dann sagte er dem Lichttechniker anschließend, eine der Lampen war aus. Und die Leute, wie hast du das sehen können? Er war immer voll da. Okay, thank you guys. Vielen Dank, Jungs, für das Interview mit uns. Beide Daumen hoch für das neue Album. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Alles Gute. Stay healthy and all the best to you. Vielen Dank. Keep on rocking, mein Junge. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.